Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Ganschott. Und nach langer, langer Zeit natürlich auch mit dem letzten Teil oder den letzten Episoden zu The Walking Dead Telltale Games. Und ja, lange haben wir drauf gewartet, Ewigkeiten gebankt, dass im Endeffekt natürlich auch die zwei letzten Episoden noch rauskommen, während, ja, Telltale Games sich sozusagen vom Markt verabschiedet hat, wenn ich das jetzt mal so nett ausdrücken möchte. Ja, aber wir haben die letzten Episoden zum Glück noch bekommen. Es kommt dann tatsächlich zu einer abgeschlossenen Story, möchte ich jetzt mal hoffen. Auf jeden Fall zumindest ist die Episodenreihe dann abgeschlossen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, pass auf, jetzt mache ich das auch noch vollständig, weil wir jede Episode oder jeden Teil zu The Walking Dead von Telltale Games hier auf dem Kanal haben. Werde ich natürlich das letzte nicht auslassen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, euch begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe, wir haben gemeinsam viel Spaß und schauen, wie es denn so weitergeht. Gerade nach dem, was alles so vorgefallen ist in der Vergangenheit. Und ich bin gespannt, meine Freunde, und will auch gar nicht weiter rumquatschen. Lasst uns einfach loslegen und uns wieder, ja, von der Story fesseln. So, und wir starten. When the dead started walking, I was small. And alone. Until a man named Lee became my protector. Lee protected other people too. But he couldn't save everyone. Ah, okay, da ich nicht mehr alle vorigen Teile installiert habe, muss ich jetzt die Story wohl nachahmen. Wir haben damals Carly gerettet. You can never save everyone. The living were just as dangerous as the dead. A woman in our group named Lily lost her dad, and then she just couldn't cope. She took the life that Lee saved. Wir haben die damals zurückgelassen. Ja. Lee left her on the side of the road. Lee taught me how to survive. He protected me as long as he could. But he got bit because of me. And even in the end, he was still teaching. Halt dich von Städten, werden immer in Bewegung bleiben. Schön die Haare schneiden. Was habe ich denn damals gesagt? Ich glaube, ich habe gesagt, immer in Bewegung bleiben. Glaube ich. Schön die Haare schneiden habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau, meine Freunde. Wir nehmen einfach immer in Bewegung bleiben. Ist ja am sinnvollsten. Das ist richtig traurig, wenn man sich immer reinzieht. Die Story mit Lee. Boah, wenn ich überlege. Die hat mir so zu schaffen gemacht. Ich glaube, ich habe in der Episode auch Tränen gelassen, tatsächlich. Ich glaube, das erste Spiel, wo ich tatsächlich am Ende oder beziehungsweise wegen Lee da auch Tränen gelassen habe. And always keep moving. As much as you can. Move. Lee wouldn't make it. He knew it was the end. He made one final request. Wir haben Lee nicht erschossen. Das haben wir ihr nicht aufgebürgt. Er hat sich verwandelt. He told me to leave him. And I did. I met another group after that. Broken people, running from their past. There was a woman who gave birth to a boy named Alvin Jr. AJ. He made it. But the mom didn't. And I started to take care of him. But then, Jane left AJ in the snow. We thought he was gone forever. That was the last straw for Kenny. And without Lee around, I had to make the call. Ich weiß, wir haben Jenny sterben lassen, weil wir uns so... Das wirkt so abgedroschen, wenn man das so wiedergibt. Aber Kenny hat uns halt irgendwie am Herzen gelegen. Wir haben Kenny auf jeden Fall nicht erschossen.
I couldn't. And Kenny killed Jane. It turned out AJ was alive. Jane hit him to make a point. Knowing what they'd done... Wir sind mit Kenny gereist. I still decided we were better together. For AJ's sake. But like everything else, it wouldn't last. AJ and I traveled to a new frontier. I thought we'd found something that worked, but I was wrong again. They took AJ from me. Said I was too young to take care of him. Ich bin für AJ gekämpft, ne? I fought back, but I wasn't strong enough. I searched for a long time. Just when I gave up hope, I found him. We're searching together now for a place we can call home. I'm all AJ has. He's all I have, and I'll protect him with my life, just like Lee did for me. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Ja, das kennen wir ja und deswegen ist das Spiel so gut. What you doing there, goofball? Pretending we got bullets. Well, don't. It's getting on my nerves. I don't like goofball. I'm too big for it. Huh, so I guess you're all grown up now. Yep. Well, let me drive. I'm not letting you drive. What's wrong? AJ? Hungry. Für das Spielzeug wird er sich nicht mehr interessieren, wenn er jetzt schon mit der Waffe rumspielt. Here, practice your reading. But I don't wanna. It'll take your mind off your stomach. Preheat oven. Place cream, vanilla beans into a saucepan and bring to a boy. On second thought, never mind. That's only gonna make you hungrier. Oh, that's a snack. Here you go. About all we got. What about you? Go for it. We'll find something else soon. I believe you. Schon heftig, dass sie immer noch Sprit finden. Ein paar Jahre dürften jetzt schon ins Land gegangen sein.
We gonna do it? Think so. Looks clear. We're doing it. Das Spielzeug, das werden wir nicht brauchen. Die Feldflasche. We need water too. Und durch die Brechstange. Ja, das Spielzeug brauche ich nicht. Some food. Wie heißt die, um dich zu bewegen? Klingeln. Wie ist das Schild? Friendly, ring the bell. What does it mean? It means the people here shoot first. Wenn du siehst, bedenke mögliche Konsequenzen. Naja, wir sind nicht so blöd und klingeln. Ich bezweifle, dass hier noch jemand ist. Aber ich möchte auch nicht die... Zombies aufwecken. AJ, stay back. It's down. Still with me? Still here. No bites. Next, we get in there. Shift gedrückt, um zu rennen. Noch brauchen wir es ja nicht. Aber die Atmosphäre haben sie gut gemacht. Ich meine, dieser Grafiklook, der hat was. Der wirkt richtig gut. Monster trap? It's not a trap. You swing on it. For fun? You get in the tire and someone pushes you so that you go really high. I want to try. After we clear this place. Okay. Ich schaue mich nochmal hier draußen um. Interesting. Habe ich den jetzt eingepackt? Könnte zu einer Mütze passen. Na, jetzt geht's ja richtig los. So, nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal reingehen. Ich gucke mich vorher außen um. Ich habe ganz schlechtes Gefühl dabei. Wir kennen das ja. Wasser. Trinke Wasser. Nee. Das geht über 10.000 Kanister. Wir checken das erstmal. Kann ich hier das Fenster reingucken? Hm. Öffne die Tür.
hochhaltsam, die Tür? Habe ich nicht noch eine andere Möglichkeit? Vermutlich nicht, ne? Okay, dann bleibt uns keine andere Option. What do we do inside a new place? We listen for monsters. After that? Come on, you remember. We... Inside a new place, we always find a way out. That's right. Ach, es ist ein alter Bahnhof. Gott. Monsters. All tied up. They can't get us? No, they can't. Front door is the only way out. This one's locked. Security door. Can't pry that open. I know you're hungry. I am too. We'll find something. I promise. Betritt ein... Was? Ein Kartenhäuschen? Ach so, das... Den Ticketschalter. Das war mal schlecht übersetzt. So, wir gucken uns mal die beiden an hier. Okay, die liegen Pillen. Ich könnte wetten, die haben sich selbst gekillt und hier angebunden, oder? Oder die wurden gefesselt von irgendwem und dann hier vergiftet oder so. Please leave us alone. This is what we wanted. Gift. Okay. Ich glaube gar nicht mal so falsch. Poison. Did they give up? They wanted to leave this world together. Holding hands in their own home. Will we have a home? We'll see. I bet this opens the lock. That's not happening. Do we get the key? It's risky. Might be another way through that door. Let's look around. Let's be smart. That's right. Aber warum töten wir die beiden nicht? Also, durfte es jetzt klingen. In Ruhe lassen, das haben die entschieden, als die Menschen waren. Die sind jetzt Zombies. Ich meine, einfach kurz killen und dann kommen wir relativ gefahrlos da rein, ohne Krach zu machen. Beans. Homemade. Might be more where this came from. They ate well before their last meal. Okay, also das Töten ist anscheinend keine Option. Öffne die Tür und das kriege ich nicht hin. Ah, da könnte ich durch. Well, for me, the key or the window, those are our options. It's dark in there. We should kill the monsters. They're not people. Well, they used to be people. And as people, they ask to be left alone.
So what's best? Ja, das ist die Frage. Scheiße. Oh, Freunde. Wir wollen die in Ruhe lassen, aber wenn AJ da hinten reinkrabbelt und da ist irgendwas, können wir ihm nicht helfen. Ich werde das Paar töten. Die sind keine Menschen mehr, die könnten noch für andere bedrohlich sein. I'll get the key. Ich merke gleichzeitig, dass ich einen Fehler mache. Also ethisch ist das nicht. I'm sorry. Good job. Sorry, it had to go this way. Thing going here. Can we stay here? We'll see. No one's here. No one's ever anywhere. It's always just monsters. I'm here, kiddo. I know. You saying I'm not someone? That's not what I mean. Just a few. Remember what we said? You know this. Always... Always aim for the head. That's right. Come on, let's keep looking. There's gotta be something we can eat. Hope so. Das ist schon fast zu schön, um wahr zu sein. Finde Essen, ey. Licht steht doch 10.000 Sachen rum. Ja. Die nicht. Die ist durch. Spoiled. Sorry, buddy. These are long gone. Fuck. Hey, watch the swears. I meant shoot. Look. Hmm. Didn't see a kid. No. No, we didn't. Might be why they gave up. Okay, wir werden das auf jeden Fall verrücken. Aber es scheint auf jeden Fall irgendwas Schlechtes something zu passieren. Under here. Floor door? Huh, yeah. Oh nein, bitte lass aber nicht das Kind da unten sein. Hm. Das Essen. That's a lot of stuff. Yeah, it is. We could eat for weeks with this much. It's rigged. Scheiße. AJ. Oh oh. Na geil. Monster. Oh shoot. We need to get back to the car. You know what
to do. Stick to the sides and be my eyes while I clear a path. Schlüssel. Nein, jetzt hat er den Schlüssel im Auge.